Uns ist zu Ohren gekommen, musste zu Ohren kommen, dass unser letztes Video aufgrund seiner, wie soll ich sagen, stummen Anlage des künstlerischen Ausdrucks ein wenig unter actionartigen Szenen unter dem Mangel dieser litt. Und ich muss sagen, wir haben uns da wirklich sehr viel Gedanken gemacht, und ich muss sagen, dass die große Problematik daran bestand, dass die heutige menschliche Gesellschaft mit Reizen überfrachtet ist, und deswegen wollten wir euch jetzt etwas bieten, was euch total durcheinander bringt, und das, es wird was Unglaubliches passieren. Und also ich würde mal sagen, man darf gespannt sein. Ja, also das möchte ich nochmal unterstreichen, auch im Namen meiner Mitanwesenden. Jetzt kommt Spannung auf. Es wird hoch hergehen. Ja. Die Bude wird explodieren. Die Stimmung wird steigen. Das Interesse wird nicht mehr zu toppen sein. Alle Kinder unter 32 Jahren sollten jetzt den Raum verlassen. Es können gewalttätige Szenen kommen, es können Nackt-Szenen kommen. Ich weiß es selber nicht. Aber jetzt kommt es. Tiefe Einblicke. Es wird etwas passieren, was Sie nicht erwartet hätten. Von der Gruppe Ironic Ping Pong, Jonas Ninkre, Samir Sanchez und Ventura wird einiges passieren. Es kann sogar bis zu den Schmerzensgrenzen unseres Willens kommen, als auch zu den Schmerzensgrenzen unseres guten Geschmackes, welcher sowieso nicht von weit her kommt. Dies ist typisch für die elitäre Bildungsschicht, aus der wir stammen. Jetzt! Film ab! Also, meine Kollegen wollten jetzt natürlich einen Witz machen und mit ihren Erwartungen spielen, aber es geht los! Großer Gott, das war wundervoll. Oder kommt es erst hier? Komm, wir warten einfach mal. Vielleicht kommt es ja so, von selber, wenn wir jetzt mal nichts haben. Das war schon? Schon bei 10 vor 5, ne? Es ist kurios. Also während Sie auf das kommende Video warten, können Sie ja schon mal darüber nachdenken, was Sie bei der letzten Bundestagswahl gewählt haben und ob das auch so richtig war. Ja? Angesichts der desolaten Lage unserer Bundesregierung sollten Sie doch nochmal darüber nachdenken, wo Sie Ihre Stimme beim nächsten Mal hinsetzen. Ob das so schlau war und ob Ihnen nicht jegliche Parteien in unserem Parteiensystem etwas vormachen. Wir stehen ganz eindeutig auf der Seite der Partei PBC, die Partei Bibeltreuer Christen. Wir stehen in jeder Hinsicht für das Parteiprogramm der PBC, was wir nicht gelesen haben. Weil wir nicht lesen können. Und jetzt kommt der Film. Mit 13 Jahren das erste Mal anfing, Bücher zu lesen, habe ich mir gedacht, Mann, das ist ja wirklich nicht schlecht. Aber dann kamen meine Freunde zu mir und haben zu mir gesagt, hey, du liest Bücher, du tust das, wie kann man bloß so ein Schwein sein, du Egoist. Ich habe mich gefragt, was hat das mit Egoismus zu tun? Und dann kam ich zu der Antwort, dass DVDs gucken die Wahrheit ist. Ich kam dahinter, dass VHS die Realität ist. Ich kam dahinter, dass das Einzige ist, was zählt, das Fernsehen ist.
Das Radio, das mich so berührt. Das Radio, das ich so besonders finde. Das Radio, das so toll ist. Und ja, meine Damen und Herren, ich weiß gar nicht, wo ich angefangen habe zu reden. Ich weiß gar nicht, was ich hier erzähle. Ich weiß nur eine Sache. Ich ertrage den Zwang hier nicht mehr. Ich ertrage es einfach nicht. Es bricht mir förmlich die Nase. Oh la la! Ah. Oh! Lass mich dir helfen! Ah. Augenblick! Hilfe! Bitte, nach innen! Ah! Nein! Dieser Mann! Unmöglich! Ah! Gewalt! Ah! Gewalt! Ich lauf weg! Halt! Stehen bleiben! Moment! Ich hole aus! Ah, oh. Hey, hinfort! Hinfort! Ja, ich stehe! Oh. Ah. Hilfe! Nein, bitte! Bitte hoch! Ah! Nicht! Abonnieren, kritisieren oder krepieren. IPP.